Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Sparta. So, was haben wir denn heute vor? Also, ich glaube, wir werden mal den Römer hier ein bisschen zurückdrängen und hier werden wir Libyen und Numidien ein bisschen attackieren, beziehungsweise erstmal meine Armeen zum richtigen Platz schicken. So, warte. Hier, die heilen nicht mehr. Das ist ganz gut. Die könnten jetzt eigentlich... Die da brauchen jetzt auch mal... neue Einheiten. Die königliche Garde. Ich muss mal gerade überlegen, wo ich die dann hinschicke. Also hier sind zwei Armeen. Hier ist eine, hier ist eine, hier sind zwei. Der Osten ist ja mehr oder weniger befriedet. Also die mögen uns alle. Das ist sehr schön. Dann können wir uns Richtung, Richtung Westen nähern, wenden. Ich könnte hier eine Armee Richtung hier schicken. Eine Armee holt sich den da. Die Armee holt sich das da, dann das da. Die Armee, die hier ist, geht dann hier rum. Ja. Und die da, die könnte ich... Ja, nee, denn... Ah. Ich weiß nicht, wo die hinkommt. Also, weil hier sind schon zwei Armeen. Die gehen ja jetzt sowieso hier hoch. Zwei Armeen sind hier sowieso auch viel zu viel. Bräuchte ich eigentlich nicht. Also hier vielleicht. Da kann eine Armee dahin, die andere dahin, dann dahin, dann dahin. Und hier ist es halt dann... Ja, ist eine Armee überflüssig. Das heißt... Hier rüber zu schippern nach Karthago bringt nichts. Ich könnte hier rüber schippern. Und hier schon mal ein bisschen Trouble machen. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, das ist ganz gut. So, du. Was machst du denn? Du gehst mal den Libyern in den Hintern treten. Das könnte eine aufregende Schlacht werden. Warte mal, ich umstell die mal. Ich könnte... Du willst mich doch verarschen. Ich hasse sowas. Oh. Also, ja, jedes Mal, wenn das passiert, rege ich mich tierisch auf. Weil das einfach scheiße ist. Ah, das ist, also, bei Rome Total War 2, also ich mag das Spiel wirklich. Ist wahrscheinlich der Beweis, dass, oder der Grund, warum ich es immer noch zocke. Aber die Agenten und, dieses... Das sind einfach die hochgelevelten Leute von einem selber. Also der gehörte jetzt mir, aber der gehörte ja auch zu meiner Familie. Dass die einfach so eine neue Familie gründen, beziehungsweise was anderes machen. Das nervt tierisch. Ich mach das jetzt so. Ich hol den dazu. Und töte den da. Also, ich werde noch eine Runde weiter umstellen. So, jetzt hat. Und genau, und dann werde ich
Dann werde ich ja mit dem zweiten kommen und den dann noch umbringen. Ah, nee, ich wollte ja gar nicht dahin. Ich wollte ja dahin. Ja, das mache ich dann. Gut. Der wurde schon gemoved. Der moved jetzt dahin. Der da moved dahin. Ja, ich könnte den holen. Ich meine, Geld genug habe ich ja ein bisschen, ne? Iada. Warte mal. Wie geht's denn den Iadern? Die sind so semi. Seid gegrüßt, mein Freund. Wir besprechen alles. Das ist schön. Ich stimme im Namen unseres Nicht Volkes zu. Angriffspakt. Ja, die wären doof, wenn die das nicht Gelobt machen seien die würden. Götter. Sie haben Schutzbündnis? uns zu Nee. heißen Gesprächen und inniger Freundschaft geführt. Ich. Ja, 6000. Jetzt bringen die Weisheit uns und schon Stärke. sehr. Gemeinsam im Dienst unseres Volkes haben wir eine Vereinbarung. Niedrig. Okay. Machen die noch nicht? Wahrscheinlich erst nächste Folge. Nächste Runde. Also vielleicht auch Folge. Die mögen uns immer noch nicht. Mit der Zeit fangen zwei Dinge an zu stinken. Ja, du, auf jeden Fall. Wenn du noch weiter so quatschst, dann greife ich dich doch noch an. So. Fähigkeiten und Tradition. Der Tradition kann ich ja geben. Da mache ich mal Rammschaden. Also Nahkampfangriff auch. War das gerade der Nahkampfangriff? Oder Rammschaden? Oder beides? Ja, ich schaue nochmal nach. Gut. Es wurde genug Blut vergossen. Karthago. Möge eine Zeit lang Frieden herrschen. Möge eine Zeit lang Frieden herrschen. Sehr vertrauenswürdig. Ich habe mir gedacht, also weil ich habe jetzt vor 2 Tagen oder so habe ich mit Need for Speed wieder angefangen, Most Wanted, und da habe ich mir gedacht, also Need for Speed habe ich, das war eins der ersten Spiele, die ich überhaupt gespielt habe, damals noch Hot Pursuit, also das erste, also Need for Speed 3 war das noch. Und da habe ich mir gedacht, so, ja, hey, da könnte ich ja auch eigentlich ein Let's Play draus machen. Wenn ich schon Unsere Krieger dürsten nach eurem Blut und hungern nach euren deren Feuer. Angebot. Vielleicht könnte man sie mit Gold ablenken. 4000. Die Liebe zum Gold weckt das Ja, na Bürgertum. gut. Genau, und ich habe mir gedacht, wenn ihr wollt, beziehungsweise wenn ich will, oh, schade. Ich will den doch töten. Ah, dann töte ich den wann anders. Ja, mein, dann bringe ich den wann anders um. Genau, genau, ich habe mir so gedacht, weil Need for Speed Most Wanted und danach noch Carbon, Need for Speed Carbon, sind so meine Lieblings Need for Speeds. Und danach können wir Need for Speed Heat spielen. Oder das Neueste, das ist anscheinend wieder das Ordentliche. Weil die letzten 10 Jahre waren ja extrem mau, sage ich mal. Aber naja, das man kennt es ja fast nicht anders von EA, was eigentlich schon schade ist. Aber naja. Geschosse bereit zum Einsatz. So. Ab in den Busch und ab in den Busch. Ich will meine Vorfahren heute mit
Mal schauen, wo seine Hauptarmee herkommt dann. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Ja, von hinter ihm, okay. Das ist in Ordnung. So. Ich hätte mir eh gedacht, weil momentan ist, also ich hab einige... Wieso ist der so schnell, weil der rennt? Ich habe einige Pläne noch, einige Vorhaben. Halt neben den Streamen. Und einige Games auch noch, die ich wahrscheinlich nur im Stream dann spielen werde. Und ja, ich bin mal gespannt. Die sind stehen geblieben. Habe ja mich gerade gefallen. Bleiben alle stecken. Aber das ist ja ganz in Ordnung, weil dann ja, rennen die nicht so vorwärts. Gut, was ich mir gedacht habe, ist, ich will ja Cyberpunk 2077 unbedingt spielen. Und der Plan war eigentlich, dass ich in April, jetzt nächsten Monat, mit Cyberpunk quasi anfange zu streamen. Aber Cyberpunk wurde ja verschoben, was vollkommen in Ordnung ist, finde ich. Weil, naja, die sind dann, also ja, das ist halt der Vorteil bei CD Projekt, weil, ja, die machen, unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Die bringen das Ganze raus, wenn es fertig ist, so, also, und nicht wie manche anderen, die nur versuchen, so schnell wie möglich ja, Profit zu machen. Deswegen verzeiht man das dann schon mal. Wo ist denn hier? Yes. Wieso macht er jetzt Trampeln an? Was ist denn los mit denen gerade? Sind die fertig noch nicht? Wir müssen mal da weg. So, die Kavallerie ist auch jetzt tot. Jetzt ist halt nur noch die da, ne? Mach die mal platt. So, endlich. Gut. Der versucht er uns zu umkreisen. Was ist denn da los?
Leute auch. Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Dann, Schleuderer! Feuer! Spartanische Piken! Zu Befehl! So, Einheit. Haha. Was macht denn der da gerade? Das ist ja komisch. So, schön in den Rücken schießen. Schon mal gut. Hier passt es auch. Du darfst jetzt auch mal mitmachen. Es ist halt auch das Coole an an Sparta, weil da ist es nicht so schlimm, wenn der General mal ein bisschen mitmacht. Ne? Also da kann der General mal getrost mitkämpfen, weil die einfach krass sind. Ja, mal da so übertrieben viel Rüstung. Gerade von allen Seiten angegriffen, das ist nicht ganz so gut. Das ist nicht ganz so gut. Wollt ihr mal die Pell-Tasten platt machen? So. Wir mal eine Runde motivieren. Und ich glaube, das war's jetzt. Der General hat halt fast nichts verloren, was auch sehr lustig ist. So, hier ist nichts mehr, ne? Bisschen fortfahren. So, gut. Nein, nicht schießen. Der General darf noch ein bisschen. Ah, der ist schon Gold. Das ist schon gut. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Gut. Das da ist ein bisschen heftig. Also 700 verloren von 2000. Da kommen wir auf 30%. Nicht? Warte mal.
Ja, 35 sind das, glaube ich. Schutz verfällt. Okay. Aber warte mal, wo bin ich denn jetzt? Weil, dann wisst ihr, was gut ist. Jetzt kann ich... oh, das habe ich zu... Warte. So. Und jetzt mache ich Angriff. Ich mache schnell. Also ich will ja nur den Typen da töten. Ich werde den mal alleine reinschicken, weil ich glaube, wenn der zusammen mit anderen da reingeht, dann haben die anderen keine Chance. So. Wo ist mein General? Da ist mein General. Das ist halt auch so ein Geiler, ne? Wieso musst du denn so ein untreues Arschloch werden? Das ist doch scheiße. Das ist doch einfach nur... Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Oh. Das ist doch einfach nur Kacke. Kraftkonzentration. Ich mache aber trotzdem. Wie ihr befehlt. Verstanden. Unser General ist gefallen. Oh, das ging ja schnell. Krass, ich hätte echt nicht gedacht, dass es so schnell geht. Krass. Wacht! Kyrgyzische Pikiniere! Schnell! Bereit zum Einsatz! Schnell! Bereit! Befehle! Echt, der ist so schnell gestorben. Vor allen Dingen mit den ganzen Boni und so weiter. Hätte ich jetzt echt nicht gedacht. Männer wanken! Schau mal, Kraftkonzentration. Genau, das war für die für den Angriff. Weil die da kann ich jetzt ja auch eigentlich mal dazu holen. Genau, das ist ja für den Angriff. Und das andere war für die, also dass der nicht fliehen wird, also was er auch eigentlich fast nicht gemacht hat. Also, ja, naja, ich meine, der General war ja alt, also ist schon in Ordnung. So, mal ein bisschen schneller machen. So. Oh nein, mein General ist tot. Das ist auch cool, der... Oh nein, das ist ja schlimm. So. Ich habe nur noch einen und... Und plötzlich... ja klar. Wir hungern nach einer Schlacht. Ich erwarte eure Befehle. An die Arbeit, Männer. So. Zu euren Diensten. Gut. Wieder so typisch, ne?
Dich da wollte ich ja da reinschicken, ne? Automatisch. Sehr schön. Also, Griechen in Italien ist ja auch nicht ganz so unrealistisch. Muss man schon mal sagen. So, du gehst nach da. Schade, geht nicht. Du. Gehst mal hier hin. Ihr da unten. So, jetzt habe ich die quasi zusammen gemacht, damit die Flotte halt immer dabei ist. So. Gut. Dann gibt es hier einen, also ich habe wieder was erforscht. Und jetzt gibt es hier ganz viele neue tolle Sachen, bis auf die da, die sind altbacken. So, da mache ich mal die beiden. Gut. Hier unten ist es gut, da oben ist es gut. Dann schaue ich mal. Der mag uns sehr. Willkommen, würdiger Freund. Lasst uns Brot brechen und Bier trinken, ehe uns Worte über die Lippen. Na gut, das will er noch überhaupt nicht. Chimera. Im Namen unserer Freundschaft, die auch eine Freundschaft bleiben soll, seid gegrüßt. Mag er nicht. Die Pater. Mingen uns nur noch semi-gut. Entlastet euch der Diplomatie, damit wir nach der Art einfacher, ehrlicher Männer zu einer Übereinkunft kommen. Ah. Ich fürchte, Handel mit euch ist absolut unmöglich. Unsere Händler machen... Ich werde mir eure Rede geduldig anhören. Vielleicht... Kommt es da nochmal zum Krieg? Das wäre natürlich interessant. So. Ah, die kann ich bilden. Ah, den noch nicht. Der ist noch zu jung. Diese knapp 40. Die wird auch verheiratet. Knossos, Chimera, Novotea, Partien. Novotea. Saba. Gut. So. Und den Rest werden wir dann in der nächsten Folge anschauen. Also den Rest, also wie es weitergeht. Also ich werde Metlan einnehmen, Korea und Kasurgis. Und dann werde ich hier weiter stopfen und die beiden einnehmen. Und dann Richtung Kartadasht ziehen und dabei noch die Insel mitnehmen. Also es wird lustig. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye, bye.